Den kennen wir ja noch. Tühü. Das ist nicht der Freak von gerade. Hallo. Ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Gaido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Ach, der gibt uns das Tafelwasser. Ein Pokémon-Arena ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Stärke eines Trainers zu bestimmen. Einfach gesagt, wer einen Arena-Leiter besiegt, muss ein starker Trainer sein. Ein Pokémon-Kampf verliert man, wenn man kein kampffähiges Pokémon mehr auf der Seite hat. Von daher ist es ein Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Hm. Ah, ein Herausforderer. Willkommen in der Pokémon-Arena von Aventura City. Ich bin Sharon, der Arena-Leiter hier. Nun ja, ich bin gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Wie dem auch sei, du musst natürlich einer Arena entsprechend begrüßt werden. In einer Arena entsprechend begrüßt werden. Wir haben einen Herrn Herausforderer. Nehmt eure Positionen ein, ihr beide. Wenn du die beiden besiegen solltest, darfst du gegen mich antreten. Tüdelö. Guck mal, da fällt Schatten so irgendwie von irgendwo. Aber schon irgendwie cool gemacht. Ach ja, ich muss sie ja besiegen. Hallo. Sharon erkennt mein Potenzial und hat mich zu einem Trainer in der Arena gemacht. In seiner Arena gemacht. Boah, heute ganz schlimm. Ja, ja. Zeig mal hier. Christian. Nagelotz. Okay. Nagelotz. Ach, ist ja egal, wie man das ausspricht. Bella, du kannst eigentlich noch gar nicht so wirklich Kampfmäßiges, ne? Außer Konter. Bringt uns, glaube ich, aber nur was, wenn der Gegenüber schneller ist. War das nicht so? Oh. Ich weiß das gar nicht genau bei Konter. Ja, wenn wir angegriffen werden. Das ist halt Glückslotterie und solange der hier Silberblick macht, wird daraus nichts. Das könnte gleich Probleme geben. Gut, dann machen wir weiter mit Ruxukeep. Ja, du willst unsere Dings schwächen, unsere Verteidigung, ne? Mach du mal weiter, wenn es dir Spaß macht. Vielleicht kriegen wir dich trotzdem noch vorher abgearbeitet, aber ich glaube nicht. Ja, wir sind tot. Sag ich doch. Gut, Millie rein. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level Sharon ist eigentlich hier. Tada! Dämlichen Nagelotz. Kann aber auch nerven. Yorkliff, ja, okay, das macht auch Millie. Schadet nicht. Komm, Aquaknarre. Der mit seinem Silberblick. Ich finde, die KI ist doch ein bisschen höher geworden von den Viechern, von den NPCs. So ein bisschen gehen sie doch ein bisschen strategischer vor, finde ich. Ein bisschen. So, wurde besiegt. Bingo, bing. Feine Millilein. Kannst mal wieder was Neues lernen, hm? Du bist ganz schön stark, oder ist das dein Pokémon-Team? So in etwa, ne? Und wenn du jetzt noch das Mädchen besiegst, kannst du den erinnern. Da weißt du noch nicht mal den Namen von den Mädchen? Bist du lame, Versager. Der kennt deinen Namen nicht. Findest du das in Ordnung? Ich zähl dir jetzt mal, was Sharon mir beigebracht hat. Okay. Finde ich aber cool so gemacht. Schade, dass es in jener Arena so irgendwie gemacht ist. So. Rosi! Schickt Yorkliff rein, ja. Ihr habt auch mit euren Yorkliffs, ne? So, Millilein. Wir müssen nach Nassmacher. Haben wir mit dem Nassmacher gelernt. Das haben wir vorbeigeflogen, glaube ich. Aber bringt jetzt uns ja auch nicht wirklich weiter. So, Yorkliff. Du bist jetzt hoffentlich... Na, nicht ganz, ja. Das soll uns nicht stören. Das kriegst du hin, Millie. Ist aber auch süßer Hund, ne? Nehmen wir auch mit. Wir nehmen jeden Hund mit. Meine Yorkliff zucht auf. So, dann tun wir mal... Ach, Bella ist ja down. Jojo rein. Ja, wenn der auch noch mal ein bisschen Punkte kriegt. Den werden wir bestimmt auch brauchen. Jojo-Lein. Und Nagelotz. Komm. Kannst du so als Ratte sehen? Du wurdest gezüchtet, so früher als Rattenjäger. Ich hasse schon. Ist aber eher ein Mardertier, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Oder? Die Weiterentwicklung auf jeden Fall. Die sieht aus wie ein Marder irgendwie, ein bisschen. Oder ein Wiesel oder irgendwie sowas. Wieso
erlangt man nicht nur durch auswendig lernen, man muss es auch anwenden, sonst vergisst man es schnell wieder. Ja. Irgendwas. Irgendwie. Okay, du bist echt gut, aber kannst du auch Sharon besiegen? Nein. Doch, doch, geh mal hin. So, Sindelbeere. Haben wir 5 Stück? Der hat uns 5 Stück gegeben. Gegeben. So, dann kannst du noch die hier nehmen. Die kannst du dann auch noch reinnehmen. Okay, dann Trank. Auf dich. Ist so ein bisschen schwachsinnig, aber voll ist voll. Und guck mal hier, Tafelwasser, sonst bunkere ich die wieder Jahrzehnte. So. So. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir gegen Sharon schon eine Chance haben. Was haben wir hier noch? Gucken wir mal, was zu malen. Und Scheinwerfer. Ich glaube, die sind nachts auch an. Wenn ich mich nicht irre. Klettergerät. Fragt sich für wen? Für die Pokémon oder für dich? Für die Menschen? So, Sharon. Genau wie ich es für dich, der erste Kampf als Arena-Herausforderer ist es mein erster Kampf als Arena-Leiter. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später stolz auf unseren Kampf sein können. Tadam, hallo Sharon. Oh, der hat selber gemausert. Also Belle ist ja recht hübsch geworden und Sharon sieht noch mehr aus wie ein Streber. Klugscheißer. Wie auch immer. Der trotzdem schwache Pokémon. Ich frage mich, ob die Arena-Leiter sich einfach anpassen und sagen, naja, ich habe eigentlich Pokémon auf Level 100, aber ich muss mich ja hier den Gegebenheiten anpassen und hab dann halt so kleine Pokémon bei mir. Uh-oh. Ja. Deine Attackenwahl war weise und stark. Du bist vor allem stark. Oder so ähnlich. Da-da-da-da. Aber bestimmt kommt jetzt ein. Nein, kein Super, kein Trank. Und Nagelotz ist tot. Ich weiß gar nicht, was hat er denn noch gehabt? Ich hab's schon wieder verdrängt. Energiefokus. Nassmacher. Ja. Bringt mir irgendwie gar nichts. Klar, ich könnte damit Feuerattacken schwächen, aber ja. Yorkliff. Wollen wir einen Kampf-Battle gegen Yorkliff wagen? Los, Jojo! Als Arena-Leiter bin ich die Steilwand, die du nicht erklimmen kannst oder so ähnlich. Das da unten kann man immer nicht so schnell lesen. Oh, das ist ja hart. Ganz hart. Gut, gut. Obwohl es nichts bringt, wenn ich jetzt deine Verteidigung senke, weil Mili ja eigentlich mit Spezial angreift, ne? Aber mir könnte es was bringen. Bis. Mit deinem Kraftschub. Aber so nütz finde ich den gar nicht. Weil sich ja dadurch der Angriff und Spezialangriff steigert. Und wir dann gleich voll fett aufs Maul kriegen. Sag ich ja. Gut, das könnte jetzt für Mili ein bisschen kompliziert werden. Wäre ja peinlich, wenn wir gegen den ersten Arena-Leiter down gehen. Gut. Komm schon, Mili, du packst das. Boah. Gut, dass wir den Sindelbeere haben. Gut, dass wir, glaube ich, schneller sind. Und ich bete jetzt einfach, dass er keinen Trank einsetzt. Nein. Komm schon, Mili. Sei ein gutes Mädchen. Ja. Wir hätten Kanonenfutter vorne behalten sollen. Oh, jetzt sind wir tot. Aber das ist gar nicht gut. Wir sind doch schneller, oder? Verlass mich jetzt einfach mal drauf. Ja, und tot. Ging doch noch irgendwie. Oh je, das nenne ich einen Pokékampf. Streber. Es freut mich, dass du mein erster Herausforderer warst. Dieses Fazit ziehe ich aus unserem großartigen Kampf. Das hier überreiche ich dir als Anerkennung deiner Stärke und der deines Pokémon-Teams. Bing, bing. Blink, blink. Boink. Jo. Bravo.
Der Grundorden ist dein erster Arena-Orden, ein denkwürdiger Moment. Besitzt du einen Orden, befolgt auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deinen Befehlen. Und das hier ist ebenfalls für dich. Kraftschub. Ja, wie gesagt, ich finde das ganz praktisch. Kannst du deinem Pokémon Kraftschub beibringen? Setzt du Kraftschub im Kampf ein, werden dein Angriff und Spezialangriff gestärkt. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. In der Einheilregion gibt es 8 Pokémon-Arenen und folglich auch 8 Arena-Orden. Wer als Pokémon-Trainer etwas auf sich hält, der muss sie alle haben. Und nebenbei füllst du so auch noch die Seiten deines Decks. Auch ich reiste vor 2 Jahren durch die Lande zusammen mit meinen Freunden und dem Pokédex in der Hand. Zusammen mit deinen Freunden? Naja, zusammen jetzt mal gar nichts. Das ist eher so, na, Freunde. War ja doch eher so der Einzelkämpfer. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wir haben gewonnen. Och nee. Hey du! Und wie war's denn so? Den Kampf gegen einen Arena-Leiter, meine ich. Ach, das ist doch der Grundorden. Oh, herzlichen Glückwunsch, das ist ja unglaublich. Dabei haben du und deine Pokémon diese Reise eben erst begonnen. Als Trainer hast du offensichtlich gehöriges Potenzial. Dann bekommst du jetzt das hier von mir, TM Rückkehr. Beherrscht ein Pokémon Rückkehr, wird diese Attacke stärker, je mehr es seinen Trainer mag. Also dieser Scheren. Belle. Na, wie geht's, hä? Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen, oder? Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich in deinen Visu-Caster eintrage. Ach, in meine. Das kannst du auch immer... Du mich immer von deinem Visu-Caster aus anrufen. Mich auch? Und ich habe auch noch Professor Escher eingespeichert. Ja, wie zum Teufel klingelt das Teil denn jetzt? Hallihallo, Juna! Ich bin's, Professor Escher! Ich habe von Belle gehört, dass du deinen Pokédex an dich genommen hast. Das ist wirklich großartig! Echt klasse! Dank dir wird sich unsere Beziehung zu den Pokémon noch weiter verbessern. Es ist wirklich wahnsinnig interessant hier. Wer redet das denn jetzt? Es ist wirklich wahnsinnig interessant hier, Professor Esche. Es gibt hier nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht getroffen sind. Vielen Dank, Belle, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl es ein weiter Weg ist. Und wie läuft's bei dir so, Sharon, so als frischgebackener Arena-Leiter, hä? Schön, dass wir uns mal wieder sprechen, Professor Esche. Sie sprühen ja förmlich von Energie, vor Energie. Wie es mir als Arena-Leiter so geht, ist schon ganz schön hart, wenn ich wenigstens meine gewohnten Partner an meiner Seite hätte. Du schaffst das schon, Sharon. Auch wenn dir schwere Kämpfe bevorstehen, denk einfach daran, dass du damit die Beziehung zu deinem Pokémon vertiefst und auf diese Weise ein immer besserer Arena-Leiter wirst. Keine Sorge, alles wird gut, auch wenn Sharon erst kürzlich zum Arena-Leiter aufgestiegen ist. Ich gerade mal Anwärterin auf eine Pokémon-Professorin bin und Juna erst vor kurzem ein Trainer geworden ist. Wir alle haben trotzdem immer unsere Pokémon an unserer Seite. Das hast du schön gesagt, Belle. Unsere Welt ist eine Welt, in der wir zusammen mit den Pokémon leben. Vergiss das niemals, was ihr auch tut, wovon ihr auch träumt. Denkt immer daran, dass eure Pokémon immer bei euch sind. Das gilt besonders für dich, Juna. Dein Pokédex mag wichtig sein, doch an erster Stelle sollte der Spaß stehen, den du auf deiner gemeinsamen Reise mit dem Pokémon hast. Tüdelü! Hey, Juna. Professor Esche ist schon cool, oder? Wenn du sie auf dem Visu-Caster anrufst, bewerte sie die Vollständigkeit deiner Pokédex-Einträge oder verrät dir alles Wissenswerte über die Entwicklung von Pokémon. Uns kannst du natürlich auch noch anrufen. Ich verrate dir, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Genau. Ich kläre dich über die Fähigkeiten der Pokémon und über die Wechselwirkungen zwischen den Typen auf. Aha. Oh, hallo. Bist du der Arena-Leiter? Dann lass uns gleich kämpfen. Du siehst mir nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar, komm zu mir in die Arena. Wie? Meinen? Ich gewinne auf jeden Fall. Ein Arena-Leiter hat es wohl echt nicht leicht. Ich habe so eingerichtet, dass du ab jetzt das IC-Gel verwenden kannst. Mit dem IC-Gel kannst du mit der Verbindung. Ja, das ist dann halt, wenn man online irgendwas macht. Nein. Ja.
Genau, man kann das Ding einschalten, kann damit Kontakte machen und so weiter und so fort. Gut, danke. Darf ich jetzt gehen? Tschüss. Ich will meine Pokémon heilen. Meine Fresse, ey. Texten die ja den ganzen Tag zu, ey. Sind wir bei Wohlfahrt oder was? Meine Güte. Ja, schneller noch. Bevor Matthias da rausgestimmt kommt und heult. Kann man da jetzt reingehen und da gucken? Oder sagt er dann... Ich weiß das gar nicht mehr, ob ich das damals in der japanischen Version nachgeguckt hatte. Oh, die Sonne, die blendet mich. Kann man da jetzt rein und gucken? So zugucken halt. Also nicht direkt zugucken, aber vielleicht irgendwie, ne? Ah ne, da steht einer. Schade. Schade, schade, schade. Ich bin ja mal gespannt, was Matthias... Der müsste den eigentlich besiegen. Auch wenn der so ein bisschen eingebildet ist, aber das müsste er eigentlich schaffen. So, jetzt kann ich aber hier wieder raus, oder? Ich will jetzt nach in die nächste Stadt eben. In die nächste Stadt eben. La 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 la. Nein, wir wollen nicht kämpfen. Di. Nagelplotze, Lotze. Flucht. Bella Bell. Wir gehen nach Hause. Warte. Achso, hätte ich auch da unten rumgekonnt, ne? Und weiter.